Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick. Diesmal, ich weiß nicht, ob man es hört, mit leichter Hintergrundmusik. Unser Nachbar hört pausenlos Minimal House. Wahrscheinlich hat er diese Musikrichtung jetzt für sich entdeckt und beschallt das ganze Haus damit. Kostenlose Hintergrundmusik. Ich hoffe, sie ist GEMA-frei, ansonsten habe ich ein Problem. Wir starten mit den wichtigsten Themen der Woche und kommen gleich zu zwei Gerichtsprozessen. Nämlich einmal einen Prozess in Russland und einen Prozess in den USA. Davor aber noch ganz schnell zwei Themen, die in dieser Woche auch wichtig waren. Die erste Meldung, die dreht sich um die USA. Detroit ist pleite. Und zwar so pleite, dass Detroit jetzt Konkurs angemeldet hat. Detroit war vor vielen Jahren die Autostadt in den USA, der Wirtschaftsmotor des Landes, und jetzt geht dort gar nichts mehr. Das Problem ist, wenn eine Stadt Konkurs angemeldet hat, und das ist zum ersten Mal in der Geschichte der USA so, dann kann sie zum Beispiel die Beamten nicht mehr bezahlen, kann die Straßenbeleuchtung nicht mehr betreiben und andere Dinge, und das ist natürlich problematisch für Detroit. Mal gucken, wie das weitergeht in den USA. Das ist eine wichtige Meldung in dieser Woche. Und noch eine zweite Meldung in dieser Woche, die auch sofort die Runde durchs Internet gemacht hat. Die EU will die Netzneutralität einschränken, beziehungsweise die EU schränkt die Netzneutralität ein. Was Netzneutralität genau bedeutet, das erfahrt ihr in der Infobox, da könnt ihr euch nochmal schlau machen. Generell wollte ich dazu nur mal sagen, das stimmt gar nicht. Die EU-Kommission hat zwar vorgeschlagen, dass man bestimmte Dinge machen könnte, die die Netzneutralität im Endeffekt einschränken würden. Allerdings muss man dazu den demokratischen Prozess in der EU mal vor Augen haben, und da sieht man, die EU-Kommission, die kann gar nichts allein entscheiden. Die kann vorschlagen, aber es gibt noch einige andere Institutionen innerhalb der EU, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Vorschlag der Kommission nicht durchkommt. Das war nochmal wichtig zu sagen, denn das ist an vielen Stellen auch hier bei YouTube ein bisschen falsch rübergekommen. Jetzt kommen wir zu dem einen Gerichtsprozess, den ich schon angekündigt habe, und da gucken wir in die USA. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, in den USA wurde am vergangenen Wochenende ein Mann freigesprochen. Da könnte man jetzt natürlich sagen, super, gut, freigesprochen, sehr schön, aber das finden viele Leute in den USA gar nicht gut, dass dieser Mann freigesprochen wurde, und das hat mit dem zu tun, was diesem Mann vorgeworfen wird. Zimmerman, so heißt dieser Mann mit Nachnamen, und Zimmerman, der hat einen schwarzen Jugendlichen im vergangenen Jahr erschossen. Zimmerman selbst sagt, das war aus Notwehr. Dieser Jugendliche habe ihn angegriffen, aber viele, die damit zu tun haben, die das Ganze beobachtet haben, sagen, nein, da gab es gar keinen Angriff. Zimmerman hat einfach so geschossen und werfen Zimmerman Rassismus vor, sagen, das war nur so, weil dieser Jugendliche schwarz war, und außerdem hatte der noch einen Kapuzenpulli. Das hat wohl Zimmerman dann auch nicht so gefallen, und deswegen hat er ihn eben umgebracht. Das Gericht bzw. die Jury des Gerichtes, und das ist so ein besonderer Fall in den USA, entscheiden nicht nur Richter über Dinge, sondern auch eine Jury. Das sind ganz normale Menschen, die gar nicht Juristisches studiert haben, sondern die man bei solchen Prozessen eben heranzieht und die eine Entscheidung treffen. Diese Jury hat entschieden, nein, Zimmerman ist unschuldig, es war wirklich Notwehr. Diese Entscheidung hat viele Proteste überall in den USA hervorgerufen, vor allem schwarze Menschen, aber auch Bürgerrechtler, viele weiße Menschen, die sich solidarisieren, sind auf die Straße gegangen in den großen Städten New York, LA, San Francisco, in vielen anderen Städten auch, und haben gesagt, das kann nicht sein, was da passiert ist, die demonstrieren zum Teil immer noch. Es gibt eine Online-Petition, diese Petition hat mittlerweile schon 600.000 Unterstützer, 600.000 Menschen sagen zum Justizminister, dieser Fall muss nochmal aufgerollt werden, der Freispruch darf nicht gültig sein. Der Justizminister selbst hat gesagt, wir werden das prüfen, und ich habe Verständnis für diese ganzen Eingaben der Menschen. Also ein großer Streit in den USA wegen dieses Freispruchs. Interessant ist auch, dass die Jury, die eben diesen Freispruch erwirkt hat, aus komplett weißen Menschen bestand. Da war kein Schwarzer dabei, nur eine Frau aus Lateinamerika. Und Zimmerman selbst stammt auch aus Lateinamerika. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass da so eine gewisse Solidarisierung geschehen ist. Aber natürlich kann man das den Leuten nicht einfach unterstellen. Viele Leute in den USA tun das trotzdem. Und in den sozialen Medien ging es richtig ab nach diesem Urteil, nach diesem Freispruch. Da haben viele Menschen gesagt, Zimmerman muss sterben, ich werde dafür sorgen, dass er stirbt. Also Zimmerman ist zwar freigesprochen, aber er fühlt sich wahrscheinlich nicht wirklich als freier Mensch. Und viele sagen, das ist auch richtig so. Der zweite Gerichtsprozess, über den ich heute sprechen will, der ist in Russland abgelaufen und dreht sich um Alexei Nawalny. Nawalny ist ein sehr bekannter Oppositioneller in Russland, wenn nicht sogar der bekannteste. Er ist ein Anwalt, aber ein Anwalt, der vor allem sich dafür einsetzt, dass Bürgerrechte in Russland geachtet werden und dass Korruption aufgedeckt wird.
Nawalny hat in der Vergangenheit so eine Art WikiLeaks betrieben, ein russisches WikiLeaks, hat da immer wieder Dinge veröffentlicht, die gezeigt haben, wie korrupt russische Behörden, Politiker, andere Machtmenschen vorgehen, hat dort viele brisante Daten gehabt. Und das hat natürlich den Leuten, die was zu sagen haben, nicht gefallen. Außerdem hat Nawalny sich immer wieder offen gegen Putin ausgesprochen. Und er ist einer der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Moskau, die im September stattfindet. Er hat sogar gesagt, irgendwann will ich mal russischer Präsident werden. Das sind alles Dinge, die man wissen muss, um den Gerichtsprozess ein bisschen zu verstehen. Denn Nawalny wurde verurteilt vom Gericht in dieser Woche. Und zwar wegen einer Sache, die, naja, schon ein bisschen komisch klingt. Nawalny hat vor einigen Jahren, vor 4 Jahren ungefähr, als Berater eines Gouverneurs gearbeitet. Gouverneur, das sind so wie bei uns ungefähr Ministerpräsidenten. Und hat zu diesem Gouverneur gesagt, da ging es um eine Sache mit Holz, hat gesagt, du pass auf, ich kenne da so eine Beraterfirma, die könnte man vielleicht fragen, weil es läuft ja nicht so gut mit dem Holz. Ich gebe dir mal die Telefonnummer, da kannst du da anrufen, vielleicht sind die ja was. So ungefähr ist es überliefert. Die Beraterfirma war leider nicht so toll und es gab große Probleme. 400.000 Euro umgerechnet soll es dann Schaden gegeben haben wegen falscher Beratungen. Und das wird Nawalny jetzt vorgeworfen. Ihm wird vorgeworfen, damals den Staat, weil das war eine staatliche Holzfirma, betrogen zu haben um eben diese 400.000 Euro. Erwiesen ist das nicht wirklich. Sogar der Gouverneur, mit dem Nawalny damals zu tun hatte, sagt, naja, also das kann ich nicht so bestätigen. Der hat nur seinen Job gemacht, das war alles richtig. Aber trotzdem wurde er vom Gericht verurteilt. Nawalny muss jetzt 5 Jahre ins Straflager. Das hat viele Leute auf die Palme gebracht, nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt, weil man eben vermutet, dass Putin die ganze Sache gesteuert hat und wollte, dass Nawalny verurteilt wird. Das sollte irgendwas gesucht werden, was man ihm vorwerfen kann. Hauptsache, er ist weg vom Fenster und kann nicht noch mehr Stimmen für sich bekommen. Natürlich wird so ein Ruf bei Russland-Sachen immer laut. Ich bin da ein bisschen kritisch und vorsichtig und sage, vieles von dem, was wir Russland vorwerfen, stimmt nur bedingt. Aber in diesem Fall ist es wohl tatsächlich so, dass der Kreml und ganz speziell Putin da jemanden stillhalten wollte. Mittlerweile ist es so, dass Nawalny erstmal wieder auf freiem Fuß gekommen ist. Zuerst kam er nämlich direkt nach dem Prozess in Haft. Jetzt ist er erstmal wieder auf freiem Fuß und muss erst dann diese Haftstrafe antreten, wenn sie rechtsgültig ist. Und bis dahin könnte er vielleicht wirklich zur Bürgermeisterwahl in Moskau antreten. So ganz sicher ist das noch nicht. Jetzt kommen wir zu was Erfreulichem und zwar zum Win der Woche. Und Win der Woche ist diesmal dieser junge Mann hier, der heißt Daniel Bangert. Daniel Bangert wohnt in Griesheim in der Nähe von Darmstadt. Und das ist erstmal jetzt keine Sache, für die man gefeiert werden kann, aber Daniel Bangert hat eine ganz lustige Aktion gebracht, denn in der Nähe von Darmstadt befindet sich ein großes Zentrum der NSA. Und die NSA, die ist jetzt seit einigen Wochen sehr bekannt. Das ist die Behörde, die überall in Deutschland Leute ausspioniert hat, eine amerikanische Behörde. Die haben eben auch einen Sitz oder mehrere Sitze in Deutschland. Einer ist in der Nähe von Darmstadt. Und Daniel Banger dachte sich, oh ja, da könnte man doch mal einen kleinen Spaziergang machen und so ein bisschen gucken, was die Leute dort so treiben. Also nichts Verbotenes. Daniel Banger hat das bei Facebook angekündigt. Und kurze Zeit später stand die Polizei bei ihm vor der Tür und wollte wissen, was er denn da plant bei diesem Spaziergang. Nochmal kurze Zeit später kam sogar ein Mann vom Staatsschutz und hat mit ihm gesprochen. Die Leute hatten einfach Angst, dass er dort keine Ahnung was macht. Also ich weiß auch nicht, was man bei einem Spaziergang Böses machen kann, aber ihm wurde eben unterstellt, dort irgendwas Böses geplant zu haben gegen die NSA. Der Spaziergang fand dann statt mit einer ganzen Menge Leute, die haben sich das angeguckt, sind wieder weggelaufen, viel gesehen haben sie nicht. Und Daniel Bangert hat sich auch nicht einschüchtern lassen, sondern hat gleich angekündigt, so und demnächst machen wir ein Picknick. Ich finde, das ist einfach eine coole Aktion, eine sehr sympathische Aktion, deswegen Win der Woche. Fail der Woche ist etwas, das ihr garantiert schon mitbekommen habt, aber ich finde es trotzdem interessanter, nochmal drüber zu sprechen. Es geht um diesen Mann hier, Bushido. Jawohl, der hat einen Song veröffentlicht, zusammen mit Shindy. Ein Song, der auf dem Album von Shindy drauf ist, das zufälligerweise jetzt rausgekommen ist. Und dieser Song heißt Stress ohne Grund. Und der Name ist auch Programm, denn vor allem in dem Part von Bushido geht es doch ganz schön übel zu. Da sagt Bushido zum Beispiel, halt die Fresse, fick die Presse, Kay, du Bastard bist jetzt vogelfrei, du wirst in Berlin in deinen Abitur bereit. Oder er schreibt dort auch, ich will, dass Serkan Türun jetzt ins Gras beißt. Oder ich schieß auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz. Da sind gleich 3 Leute genannt worden, 3 Politiker, die sich furchtbar aufgeregt haben über diese Beleidigung von Bushido, die Bushido jetzt auch angezeigt haben, zumindest Klaus Vorbereit hat das gemacht. Und jetzt wird eben gegen Bushido wegen dieses Songs ermittelt, aber diese Anzeige hat wohl keinen Erfolg, weil das Ganze unter sogenannte künstlerische Freiheit fällt.
Dieser Song ist jetzt mittlerweile auch auf dem Index seit Freitag, also den dürfen Leute unter 18 nicht mehr kaufen. Und weil der Song auf dem Album von Shindy drauf ist, ist auch dieses Album gleich indiziert. Kostenlose Riesenpromo, kostenlose Riesenwerbung für diesen Song. Und ich finde es einfach ein Fail, wie die Medien diese Woche damit umgegangen sind, haben sich total draufgestürzt. Das ist natürlich eine total gute Geschichte, aber dass man Bushido damit noch mehr unterstützt und diesen Song noch mehr unterstützt und noch mehr dafür sorgt, dass sich Leute diese CD kaufen, naja, das haben die Leute wohl gewusst, aber ihnen waren Klickzahlen und Auflagen wohl wichtiger. Interessant ist auch, dass es nicht das erste Mal ist, was von Bushido zensiert wird. Zwei Alben von ihm sind schon zensiert und dieser Song ist wirklich harmlos im Vergleich zu anderen Sachen. Also das ist mal wieder so, ältere Leute schauen sich einen Song an und finden ihn total schrecklich, weil ein paar böse Wörter drin vorkommen. Ist es meine persönliche Meinung. Viel skandalöser finde ich persönlich, dass in diesem Song übel geklaut wurde, nämlich diese Textzeile hier, jeden Tag im Fadenkreuz, ich zeig dir, wie der Hase läuft. Ein schöner Reim, den aber auch schon ein anderer Rapper verwendet hat, nämlich Flipstar. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch noch, der war mal bei der Crew Kreuzfeld Jakob, hat dann später das Label Selfmade gegründet, bei dem unter anderem ein Kollege am Start ist. Ja, also übel geklaut, Bushido, der Gutenberg des Raps. So, und damit endet auch schon wieder dieser Wochenrückblick, aber leider wieder etwas länger, aber ihr sagt mir, die Videos können lang sein, deswegen gut. Wenn ihr mich noch mehr labern hören wollt, dann schaut hier vorbei. Ein Hangout, den ich diese Woche mit euch zusammen gemacht habe. Am Mittwoch fand er statt. Schaut mal rein, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Diesmal leider ohne kreatives Ende. Aber naja, das gibt's dann halt bald wieder. Vielleicht nächsten Sonntag.